Moin Leute, damit herzlich willkommen zur Aldi Nord Bestellliste 2017-2018, Freunde. Ihr habt lange drauf gewartet, hier ist sie jetzt für euch. Und ja, ich kann es jetzt erst leider hochladen, weil es ein paar Zeitprobleme gab und ein bisschen Stress. Und ja, jetzt ist sie hier für euch, Freunde. Ich habe mir jetzt gerade eben ein paar Artikel angeguckt. So viele Neuheiten sind echt nicht dabei, muss ich echt sagen. Und wie jedes Jahr, wie gesagt, auf meinem Kanal, die Bestellliste kommt immer online. Und die Preise sind leider nicht dabei, aber man kann sich, glaube ich, ungefähr nur so grob was dazu denken. Es sind eigentlich wie Backhäusen und so, ist immer dasselbe Preis, Dynamite Back ist immer dasselbe Preis, also da nimmt sich meistens nicht viel. So, jetzt haben wir hier oben gleich eine Neuheit, glaube ich, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es dieses letzte Jahr gab. Die Tiger Fire 49 Schuss Batterie kostet, glaube ich, so, ich würde es jetzt mal schätzen, ich habe ein Video gerade auf YouTube gesehen, 20 € würde ich jetzt mal schätzen, grob, hat 49 Schuss, ist meiner Meinung nach eigentlich eine ganz okay Batterie, ähnelt so in die Richtung Barracuda, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne jetzt den Effekt nicht genau von der Barracuda, aber ich glaube, es geht in die Richtung. So, wie immer hier natürlich dabei die kubischen Kanonenschläge, ob das jetzt welche vom Komet sind und so, weiß ich jetzt nicht, vielleicht sehen wir dann irgendwann mal welche vom Komet oder so besser beschrieben, also auf jeden Fall kubische Kanonenschläge. Big Boom, 20 Schuss Batterie Neuheit, fand ich ganz interessant, wenn es die ist, von der ich das Video gesehen habe, war es eine Fächerbatterie, also die hat 20 Schuss, jeweilig immer mit einem 4er Fächer, fand ich ziemlich okay, und der Typ hat sie da so angepriesen, 13 € für 13 € hat er die halt gekauft. Mal gucken, ob das genau die ist, die Big Boom, die ich kenne, und ob die auch den Fächer hat und ob die auch 13 € oder vielleicht weniger oder mehr kostet, werden wir sehen. Gigant 27 Schuss Batterie, leider kein Video auf YouTube gefunden, Devil Attack, aber ist auf jeden Fall eine Neuheit, die Gigant 27 Schuss, neu, genau, und kommt mit. Devil Attack Batterie 110 Schuss ist eine ganz normale Powerbox halt, wenn ich mich nicht erinnere, ist eine Powerbox halt, 110 Schuss von Komet, gab es letztes Jahr auch. Das ist ziemlich verpixelter, Freunde. Power Deluxe, glaube ich jetzt mal. Batterie-Sortiment 8-teilig, ist bestimmt ganz schön so zum Warmmachen. An Silvester von Komet natürlich, Freunde. Ich denke mal, das ist dieses Set, was es jedes Jahr gibt, für 18. Swords of Fire, Ripped Thing von Veko. Ich denke mal, das wird eine Batterie sein, könnte aber auch zu einem Verbund hingehen. Leider kein Video gefunden. Dream Catcher 185 Schuss Verbundfeuerwerk von Veko. Ja, sagt schon alles aus. Boah, Knallbonbons ist wieder was Schönes auf jeden Fall. Ringstars Vulkan, also sind die Schweizer Vulkane. Color Blinker, Silber Blinker von Veko. Poisoned, wie jedes Jahr auf jeden Fall dabei. Hell on Wheels 300 Schuss würde ich eher zur. Der vom Sonderpreisbaumarkt greifen. Calypso 30 Schuss ist, glaube ich, auch eine Fächerbatterie für 7 €. Indianapolis Raketensortiment groß. Ja, muss man sehen, ich bin nicht so der große Fan von Veko-Raketen. Dynamite Pack für 1,99 auf jeden Fall richtig gut. Letztes Jahr war es zumindest mal richtig gut. Ich fand, letztes Jahr war es einer der besten Jahre. Also das Set war meiner Meinung nach dort am besten. Pyro Action Kategorie 1 Jugendfeuerwerke, ich denke mal, das wird so ein kleines Sortiment sein, oder ob es das große für 6 €, das weiß ich nur halt nicht. Copernicus, auf jeden Fall eine Standardbatterie, 86 Schuss. Cobra Familiensortiment, ja, kennt jeder. Pegasus Fontaine Batterie habe ich das letzte Jahr das erste Mal gehabt und die hat mich ziemlich überrascht, habe ich nicht so gut eingeschätzt. Supernova Atromeda Selection Pack, denke ich mal, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist das Sortiment, was es auch letztes Jahr gab, was es in Lidl gibt als Bombette, gibt es hier auch nochmal mit Raketen. Gefällt mir hier aber nicht besser, wenn ich schon so ein großes Set haben wollte, würde ich eher zur Bombette von Veko greifen, aus dem Lidl. Und als nächstes haben wir hier Tischfeuerwerk, Gladiator, ungelabelte Gold, glaube ich, Gold irgendwie aus dem Lidl, so eine, na, das ist diese Batterie, die immer ziemlich langsam schießt. Wobei ich finde den Zerleger ziemlich gut, also der ist ziemlich groß, ich hatte jetzt vorletztes Jahr selber einmal, ich fand den groß, aber halt, das schießt einfach zu langsam, das große Batteriechen da. Metropolis, 106 Schuss Verbundfeuerwerk, war ziemlich gut, immer wollte ich mir selbst jetzt gönnen, aber jetzt habe ich in letzter Zeit mal mitbekommen, das ist ja nicht mehr der von früher sein soll, deswegen bringt mich das gerade schon zum Überlegen. So, wer sich da irgendwie ein bisschen besser auskennt mit dem Metropolis Verbund Feuerwerk, glaube ich, 30 €, ja, das fand ich eigentlich damals ganz geil. Ja, da kann das jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, weil ja, ich weiß halt echt nichts Genaues dazu, würde mich halt mal interessieren. Genau, Figaro ist eine Batterie, wenn ich mich nicht irre. Maxi Wunderkerzen, Targa, Bombenraketen, so die Targa hatte ich letztes Jahr, fand ich nicht so berauschend. Da waren ein, zwei Raketen dabei, die durchaus okay waren. Atlantis Verbundfeuerwerk, Goliath Familiensortiment, groß, Goliath, oh puh, das ist so ein Raketensortiment, schönes Familiensortiment, glaube ich, gut gemischt, bloß der Preis stimmt halt nicht damit so ganz überein, weil es halt Veko-Raketen sind. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Veko-Raketen, manche sind aber echt gut so, ich möchte jetzt nicht sagen,
alle sind schlecht. Es gibt gute Raketen, es gibt schlechte Raketen, genauso. Es gibt gute Nico-Raketen, es gibt schlechte Nico-Raketen. Das ist halt, ja, genau. Party Forever ist bestimmt ein kleines Klasse 1 Sortiment. Nee, na, oh, sorry, das ist bestimmt so eine Partymischung mit Luftschlangen und so. Gibt es ja die ganzen Jahre schon mal. Die Barracuda hier, dieses Jahr überlege ich es mir wirklich mitzunehmen. Immerhin habe ich jetzt einige Videos über die Batterie gesehen. Fand die hat eine ziemlich gute Vielfalt, eigentlich für 20 Euro oder 16 Euro, was sie kostet. Oder 17 Euro. Das ist leider nicht jedes Jahr, aber das Feuerwerk ja teurer und nicht günstiger. Und ja, das bringt uns dazu, immer mehr zu kaufen. Pure Superstars, das müsste jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, das 6-7 Euro Sortiment sein. Zum Warmballern oder unterm Jahr, denke ich mal, ist das echt ganz schön. Van Gogh kennt auch jeder. Jackpot Leuchtsortiment habe ich letztes Jahr auch das erste Mal gehabt. Fand ich eigentlich echt ganz schön, hat man Spaß damit gehabt. Immerhin waren da richtig Turbo Superballer 2 drin. Die Turbo Superballer 2 fand ich richtig gut. Die haben sehr gut gescheppert bei mir. Columbus 92 Schuss Verbundfeuerwerk. Ist, glaube ich, für 20 Euro letztes Jahr im Prospekt gewesen. Für 20 Euro würde ich mir jetzt nicht mitnehmen. Immerhin, also ich glaube, die Vielfalt, die da drin war, da kriegt man für 20 Euro besseres. Da würde ich lieber in diesem Fall zur Barracuda greifen. Selbst wenn, Freunde, die ganzen Verbünde sind meistens nicht so geil, außer halt, was ich fände, den geilsten halt und den einzigsten, den ich mir holen würde, wäre halt der Resident Pyro Verbund vom Sonderpreismarkt für 84 irgendwas. Den kann ich euch halt immer nur empfehlen. Ja, Freunde, das war's jetzt auch mit der Aldi Nordbestellliste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet hier jetzt irgendwie mal ein bisschen was erkennen. Ich weiß es halt nicht, Freunde, ob man hier ein bisschen was erkennen könnte. Ich hoffe mal, ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Ja, war mal eine Bestellliste, muss ja auch mal sein, durchaus. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.